Liebe Freundinnen und Freunde, ich danke euch. Liebe Freundinnen und Freunde, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut. Das ist wichtig. Noch wichtiger ist, dass wir diese Stimmung jetzt auf die Straße bringen. Denn machen wir uns nichts vor, wir sind ja lang genug dabei. Die Europawahl ist nichts, was wir mal so kurz abnudeln, dann in die Sommerferien gehen und dann auf die Listenaufstellung stürzen, Kommunalwahl, Bundestagswahl. Wir müssen erfolgreich sein. Wir müssen richtig erfolgreich sein. Das schaffen wir nur, indem wir diese Stimmung hier rausbringen. Mit den Nachbarn, mit den Arbeitskollegen, mit jedem, den ihr vor die Flinte bekommt. Sagt ihnen, am 9. Juni ist Europawahl. Jeder Demokrat ist aufgefordert. Und die Europawahl ist unheimlich einfach. Man hat nur eine Stimme, man wählt keine Koalition, irgendwelche erste, zweite, dritte, 25. Stimme. Eine Stimme. Und die müssen wir als Freie Demokraten abholen. Wir alle, nicht einer, nicht zwei, wir alle. Ich zähle auf euch. Und liebe Freunde, ich weiß ja, wie das ist. Ich bin jetzt seit 7. Januar unterwegs. Und es gibt immer noch Leute, die mir begegnen. Es ist halt ein großes Land. Was an Europa eigentlich so toll ist, weil sich da alle dran gewöhnt haben. Aber wir wissen ja, wenn es in der Tonne ist, wenn es kaputt ist, dann sehnt man sich danach. Und deswegen erklärt den Menschen, erklärt den Interessierten und denen, die noch nicht interessiert sind, Europa ist das größte Friedensprojekt, seit Menschen vom Baum geklettert sind. Und das war nicht selbstverständlich. Das war nicht selbstverständlich. Nach dem Zweiten Weltkrieg 70 Millionen Tote. Und da stellen sich eine Handvoll Politiker hin. Da gibt es Menschen wie Konrad Adenauer, wie Charles de Gaulle. Wir hatten einen Außenminister, Hans-Dietrich Genscher. Die haben für diesen Frieden, für diese Versöhnung gestritten. Und wir brauchen doch nur rauszugucken aus unserem Fenster und sehen, was gerade los ist. Frieden ist nicht selbstverständlich, meine Damen und Herren. Erklärt es den Menschen. Es ist schneller kaputt, als wir alle hingucken können. Und liebe Freundinnen und Freunde, ohne Frieden keine funktionierende Wirtschaft. Und ohne funktionierende Wirtschaft kein Frieden, weil Frieden zu erhalten Geld kostet. Und liebe Freunde, wir haben einen Binnenmarkt, wir haben keine Handelsbarrieren, wir haben einen Schengen-Raum. Sie können reisen, studieren, wir können arbeiten, wo wir wollen. Das ist unvorstellbar toll. Aber machen wir uns nichts vor, wenn wir nach Europa gucken, wenn es um die Wirtschaft geht, um das Existenzielle. Meine Damen und Herren, wir laufen Gefahr, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Wir müssen den Herausforderungen endlich mal ins Auge schauen, was los ist. Und das bedeutet, was ist mit Digitalisierung? Was ist mit Klimaschutz? Was ist mit unseren Lebensgrundlagen? Und die zu erhalten, funktioniert nur auf einer wirtschaftlich und auf einer funktionierenden wirtschaftlichen Basis. Sonst werden wir das nicht hinbekommen. Das ist die Realität. Und meine Damen und Herren, wir brauchen mehr Freihandelsabkommen. Wir müssen uns lösen, wenn in der Weltwirtschaft irgendwas nicht funktioniert, sie fragmentiert wird. Wir brauchen neue Partnerschaften. Wir wissen, dass die Bürokratie uns krank macht, meine Damen und Herren. Europa, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, Europas Bürokratie ist nicht mehr von dieser Zeit. Und liebe Freunde, und die Bürokratie hat einen Namen. Und diese Bürokratie heißt von der Leyen. Und Leute, ich sag euch was, da kann unser Justizminister Marco Buschmann rödeln, was das Zeug hält. Entbürokratisierungsgesetz Nummer 4 geht gerade an den Start.
Aber was hilft das? Das ist wie wenn Wasser im Keller ist. Sie schippen immer raus und gleichzeitig fließt das Wasser nach. 1 Milliarde Entlastung für die Wirtschaft jetzt durch das 4. Bürokratiegesetz. Und gleichzeitig schüttet uns Frau von der Leyen mit Voraussetzungen zu, die uns 1,5 Milliarden kosten, meine Damen und Herren. Das dürfen wir in Zukunft, Moritz, das werden wir in Zukunft nicht mehr durchgehen lassen. Und jeder soll es wissen, das Problem hat einen Namen. Und liebe Freunde, die EU ist ein Rechtsstaatsprojekt. Frieden, Wirtschaft, Rechtsstaatsprojekt. Das ist das, was uns miteinander verbindet, 27 Staaten. Pressefreiheit, Respekt vor Menschenrechten, Respekt vor Minderheiten, unabhängige Justiz, das bindet uns. Und wenn jemand in Europa, wenn Ungarn das nicht einhält, meine Damen und Herren, dann muss die Europäische Union Stopp rufen. Es ist völlig indiskutabel, dass die Kommissionspräsidentin gewissermaßen den Rechtsstaat verhökert und noch 10 Milliarden hinterherwirft, damit jemand bei einer Abstimmung nicht dabei ist. Ja, wo sind wir denn? Und es ist richtig und es ist gut und es ist einzigartig, dass das Europäische Parlament die Kommissionspräsidentin verklagt hat. Übrigens nicht nur die Liberalen und Sozialdemokraten, die eigene EVP hat sie verklagt. Weil wenn wir das anfangen, dass wir Leute ausbezahlen, weil sie den Rechtsstaat beugen, meine Damen und Herren, ist das der Anfang von einer rechtsstaatlichen Europäischen Union. Es ist die Bedingung, Mitglied der Europäischen Union zu werden, rechtsstaatliche Kriterien zu haben, nicht korrupt zu sein. Und wenn das dort unterlaufen wird, meine Damen und Herren, legen wir den Ast an der Freiheit und an der Rechtsstaatlichkeit, die wir haben. Meine Damen und Herren, und machen wir uns nichts vor, bei dieser Wahl geht es auch darum, die Radikalen rauszuhalten, die Radikalen klein zu halten. Das ist kein Randproblem mehr, wenn ich immer höre, ein Randproblem. Wir haben es mit einer massiven rechtsradikalen AfD zu tun. Wir haben es mit einer massiven linksradikalen Wagenknecht-Gruppe zu tun. Diese Ein-Mann-, diese Ein-Frau-Partei, strukturiert wie, ich habe Politik studiert, erinnert mich stark an die Module der kommunistischen Partei. Das ist nicht komisch. Das sind beides Parteien, die wollen Deutschland aus Europa rausführen. Das muss uns klar sein. Und das hat sich auch keiner ausgedacht. Das wird kommuniziert. Wir haben vorgestern im Deutschen Bundestag darüber debattieren müssen, weil die AfD einen Antrag gestellt hat, dass wir wieder die D-Mark einführen. Da sitzen junge Leute auf dem Balkon bei so einer Debatte und denken, sie sind im falschen Film. Aber das ist eben nicht lustig. Ich meine, das mag für Münzensammler interessant sein. Vielleicht auch für Leute wie Fans von der Gorch Fock, weil auf dem 10-D-Mark-Schein war die Gorch Fock abgebildet. Das ist todernst. Und wenn die Radikalen stark werden, meine Damen und Herren, werden wir noch ganz andere Kämpfe auszustatten haben. Und deswegen muss jeder zur Wahl gehen, weil wir, die Freiheitsliebenden, mehr sind. Aber die müssen auch mit den Füßen abstimmen. Das müssen wir den Leuten klar machen. Wer nicht zur Wahl geht, der wird mit Verantwortung dafür tragen, dass die Feinde Europas aus der Europa raus, aus der Euro raus, aus der NATO raus, dass das Programm der rechten AfD und der linken BSW ist. Das ist die Realität und das müssen wir den Menschen erklären. Die sägen auf dem Ast, auf dem wir alle sitzen. Sie zerstören Europa, unsere Wirtschaft, unseren Rechtsstaat. Das ist die Ansage, die wir machen müssen. Und wir müssen sie laut machen, sehr laut machen. Und liebe Freunde, lassen Sie mich zum Abschluss was sagen. Wir waren mal 28 Staaten und der Brexit sollte uns Warnung und Mahnung sein. Die großen Versprechungen sind nämlich nicht eingehalten worden von den Nationalisten, die das organisiert haben.
Der Brexit bedeutet für die Briten keine EU-Zollunion, keinen Binnenmarkt, keine Dividende, keine Autonomie. Von wegen weniger Verwaltung, von wegen geringere Zuwanderung, von wegen besseres Gesundheitssystem, von wegen niedrigere Steuern. Alles leere Versprechungen. Und die haben deswegen gefruchtet, weil die Europäer in Großbritannien zu wenig zur Wahl gegangen sind, weil sie im Bett geblieben sind, weil sie gedacht haben, ach, die dagegen EU sind, das sind nicht so viele. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Die werden mobilisieren. Es ist jetzt unser Auftrag zu mobilisieren. Und deswegen, ab heute, ich bitte Sie, ich bitte euch von ganzem Herzen, geht raus. Nicht warten 4 Wochen vorher. Ich weiß, wie sowas alles terminiert wird. Die Europawahl ist für die Freien Demokraten von großer Bedeutung. Aber es geht nicht um uns als Partei und uns als Persönliche, weil wir Mandate haben. Das ist super wichtig. Es geht um die Zukunft eines Kontinents. Es geht um die Zukunft eines Europas. Nur 450 Millionen Menschen leben in diesem Europa. Draußen, meine Damen und Herren, in der Ukraine tobt ein brutaler Krieg. Im Nahen Osten droht ein noch brutalerer Krieg. Schauen Sie, lesen Sie, was der Iran vorhat. Unsere Meere, die wir als globale Macht brauchen, Rotes Meer, Straße von Taiwan, alles ist bedroht, der ganze Kontinent eiert. Und wenn etwas eiert, brauchen wir einen stabilen Anker. Und das ist Europa. Und wir sind Europäerinnen und Europäer. Lassen Sie uns. Geht raus, kämpft bis zum 9. Juni, 18 Uhr. Es wird für unsere Kinder, Enkelkinder die einzige Chance sein, so zu leben, wie wir alle haben bisher leben dürfen. Ich danke euch.